Moin, willkommen in Freiburg im Breisgau. Heute seht ihr Aufnahmen von den Straßenbahntriebwagen GT8N. Die dreiteiligen Fahrzeuge wurden in den Jahren 1990 und 1991 von der Firma Duewag hergestellt. Sie sind 32,9 Meter lang, wiegen 38,5 Tonnen und haben 8 Achsen. Zwei Drehgestelle sind unter dem Mittelteil angeordnet und je ein Drehgestell unter den aufgesattelten Endteilen. Im Freiburger Straßenbahnnetz gibt es viele Steigungen. Deshalb sind alle Achsen angetrieben. Die Fahrzeuge haben 4 Motoren zu je 150 Kilowatt. Die GT8N sind im vorderen und hinteren Bereich klassische Hochflurstraßenbahnwagen. Im Mittelteil besitzen sie jedoch einen Niederflurbereich. Wir fahren ein Stück mit von der Munzinger Straße bis am Lindenwäldle.
Durch die mittlere Tür kann der Niederflurbereich vom Bahnsteig aus ohne Stufen erreicht werden. Schauen wir uns den Niederflurbereich noch von innen an. Zwei Treppen führen zum vorderen und hinteren Hochflurbereich des Triebwagens. Damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.